Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Rapunzel neu verföhnt. Ja, wir haben im letzten Part den Wald so weit hinter uns gelassen und es steht der nächste Level an und der nennt sich zum Quietscheentchen. Ich fühle mich so schuldig, den Turm zu verlassen. Aber ich habe schon so viel Tolles gesehen. Gut, manches hat mir Angst eingejagt. Das nicht. Die Stinktiere waren ein wenig beängstigend, aber ich habe sie trotzdem gezeichnet. Siehst du, das Tagebuch ist sehr praktisch, aber ich mache mir immer noch Sorgen. Mutter hat mich gewarnt, dass die Welt voller Räuber und Lumpen ist. Oh, dann machen wir am besten einen Bogen um Räuber und Lumpen. Gut. Zum Glück kennst du ja... Wer, ich? Ja, du, Flynn Rider, kennst bestimmt einen tollen Ort zum Mittagessen. Ja, stimmt. Ich weiß da was. Das Quietscheentchen hört sich nach einem reizenden Ort an. Und ich mag Enten. Oh. Na dann, komm, gehen wir rein. Ja, dann gehen wir doch mal rein. Na, im Quietscheentchen. Eine reizende Taverne, wie für dich geschaffen. Echt? Aber sicher, wir haben doch nicht etwas Schiss und wollen das Handtuch werfen, oder? Natürlich nicht. Also gehen wir doch mal hinein in das... Ja, betritt die Taverne, das mache ich. In das wunderschöne Quietscheentchen. Das ist nicht Maximus, ne? Nee, Maximus war weiß. Außerdem hatte Maximus eine geilere Frisur. Okay, dann mal rein da. Die Musik gefällt mir schon mal. Okay. Ja, da ist der Pfeil über den Wirt. Schönen guten Tag, Axel. Hallo. Sag nichts. Bestell nichts. Es tut mir leid. Ich nehme keine Bestellungen an. Aber ich habe... Ich bin nicht der Wirt. Ich weiß nicht, wie das geht. Okay. Sonst kommt noch jemand zu Schaden. Ich habe schon einem ein... Keine Sorge. Wir helfen euch. Echt? Danke. Geh einfach hoch und weck meinen Bruder auf. Alles klar, das klingt nicht so schwierig. Hochgehen und Bruder aufwecken. Ach Gott, dieser Hopserlauf, ne? Das ist so nett. Oh, guck mal, da sind Tau-Dinger hier. Okay. Oh, da sind noch mehr. Ja, aber wir sollen ja hochgehen. Aber die sammeln wir noch ein hier. Okay. Diddili, das Haar. Okay. Na dann, mal rein da. Ey, du stehst im Weg, Flynn. Okay. Ich höre sie. Ich höre die Münzen. Sie sind hier. Oh, okay. Irgendwo. Dann. Okay, da muss hier irgendwo ein Schatz vergraben sein. Ah, hier. Okay. Dann buddeln wir doch mal. Wer vergräbt denn im Tavernenboden den Schatz? Okay. Macht nix. Flynn findet sie alle. Na gut. Dann weitergehen. Sammel schön die Taudinger ein da, ne? Rapunzel. Okay. Der Pfeil zeigte zwar da lang, aber ich will hier noch einsammeln. Okay. Und hopp. Ach, guck mal, ja. Da ist er ja. Hübscher Kerl. Schau ihn dir an, wie er auf sein Kissen sabbert. Verzeihung, Herr Wirt. Herr Wirt, bitte wacht auf. Raus aus den Federn. Das bringt nichts. Der schläft wie ein Stein. Wir müssen ganz viel Lärm machen. Oh, Lärm machen kann ich. Ja, Lärm machen geht immer. Funktioniert bei uns in der Familie seit ein paar Tagen auch hervorragend. Grundsätzlich morgens. Also entweder macht meine Tochter Lärm oder der Hund oder irgendjemand. Was ist das für ein Lärm? Sieh einer an. Die Arbeit ruft. Hey, ihr beiden. Danke fürs Wecken. Wer wird nicht gerne aus den Federn geworfen, um zur Arbeit zu gehen? Ich zum Beispiel. Okay. Alles klar. Ja, dann können wir Axel ja Bescheid sagen. Komm, wir haben ihn geweckt. Komm mit, Rapunzel. Was sind denn das hier für Viecher? Okay. Fischgräten?
Na gut, hier sollen wir durch. Und dann machen wir die Kisten jetzt hier auch gleich kaputt, war, wenn wir hier ja eh schon mal langlaufen. Und da steht auch noch eine Kiste. Ach, guck mal, der hat einen Pfeil oben drüber. Aber ich möchte jetzt erst gucken, ob ich Axel Bescheid geben kann hier. Hier sind auch noch Kisten. Okay. Hallo, Axel. Danke, dass du meinen Bruder aufgeweckt hast. Ja, bitte. Ach so, okay. Mehr passiert hier gar nicht. Ja, dann reden wir mal mit dem hier mit dem Pfeil, oder? Würde ich sagen. Guck mal. Naja, aber wir wollten ja eigentlich... Warte, jetzt gucken wir mal nochmal. Wer steht... Da steht der Wirt schon hinter der Theke jetzt? Ja. Okay, da ist auch noch eine Münze. Die Fässer, kann man die eigentlich auch kaputt machen? Nee. Hätte ja sein können. Na gut. Guten Tag, Herr Wirt. Nun gut, wie ich höre, sucht ihr einen sicheren Weg aus dem Wald. Ja. Die Sache ist die, dass ihr dafür Wladimirs Erlaubnis braucht. Ah, okay. Hihi, okay. Wladimirs Erlaubnis. Dann ist das bestimmt der hier mit dem Pfeil. Guck mal. Gehen wir da mal hin. Mit dem Pfeil über den Kopf. Schönen guten Tag. Ach, der heißt aber Bertram. Na, egal. Keiner darf mit Wladimir reden. Ah, okay. Bitte. Wenn du mich so fragst, nein. Wenn du den Wirt dazu bringst, mir einen Rettichtrunk zu mixen, denk ich drüber nach. Okay, dann reden wir mal nochmal mit dem Wirt. Ach, guck mal, da ist Axel. Hallo, Herr Wirt. Hey, Wirt. Ich brauche einen Rettichtrunk. Aber fix. Den gibt's bei uns nicht mehr. Das schmeckt doch bestimmt eklig, oder? Also so ein Trunk aus Rettich. Wer will denn sowas trinken? Geh doch mal aus dem Weg hier, Rapunzel. Dann fragen wir mal Axel. Hallo, Axel. Hallo nochmal. Hast du vielleicht schon mal von einem Rettichtrunk gehört? Kommt mir bekannt vor. Hilf mir doch, ein paar Fässer in den Keller zu bringen. Ich glaube, unten haben wir was dafür. Ja klar, mach ich glatt. Axel! Wie soll ich denn kompetent wirken, wenn du ständig meine Autorität untergräbst? Ja, aber wirklich, Axel, das geht nicht. Okay, guck mal, das Fenster ist schief eingebaut hier. Das ist auch sehr nett, oder? Okay. Ja, wo, welche Fässer denn? Ach, guck, ah, da ist ein Pfeil bei der Tür. Okay, dann nehmen wir doch mal diese Tür hier. Die Fässer kann man nicht kaputt machen. Na gut, dann. Was haben wir denn hier? Ganz viele Fässer unten, Axel. Kommst du auch runter? Herzallerliebstes Rapunzel. So. Ich brauche eure Hilfe, um die Fässer nach unten ja, zu machen. Ja, okay. Ich würde es selbst machen, aber ich habe Höhenangst. Die habe ich auch. Außerdem gibt es bestimmt Spinnen da oben. Ja, neben dir ist auch eine, Axel. Vor Spinnen habe ich aber immerhin keine Angst. Okay. Bereit dafür? Alles klar, ja, ich bin vollkommen bereit hier. Gelb. Und... Okay, ups. Jetzt blau. Na komm schon runter da. Ah, ich bin aber auch viel zu langsam wieder. Mie. Rot. Und gelb. Gott, ja, also so eine Haare sind schon praktisch anscheinend, ne? Muss man ja sagen. Und rot. Ich bin ja auch so ein ganz kleiner Mensch, nur ich... Ich würde mir so eine Haare auch manchmal wünschen, um irgendwas aus den oberen Regalen rauszuholen. Ich mache dann immer den Ehefrau ruft ihren Mann Schrei, ne? Wenn ich an manche Sachen nicht rankomme, weil ich wirklich relativ ja klein bin. Und das ist immer ein bisschen nicht schön, ne? Da steht zum Beispiel unser Drucker, der ist nicht permanent angeschlossen, sondern den schließen wir dann immer an, wenn wir den gerade brauchen. Und der steht normalerweise so ziemlich hoch auf dem Stubenschrank. Und da komme ich... Ach so, okay. Oh, okay. Nächste Runde. Alles klar. Blau. Und da komme ich nicht ran dann gescheit. Also entweder muss ich mir da echt einen Tritt holen. Super gemacht. Oder mein Mann muss das Ding vom Schrank holen. Dafür brauche ich niemanden, der Spinnen kaputt macht. Das kann ich selber notfalls machen.
Also ich setze sie im Normalfall ja sogar raus, ne? Das wollen wir mal gleich festhalten hier. Ich habe ja nun so vor Spinnen oder so, habe ich keine großartige Angst. Und... Na komm schon, runter da. Wechseln. So. Ah ja, blau ist doch gut, das brauchen wir doch sowieso. Okay. Aber meine Tochter hat... Meine Tochter hat ziemlich Angst vor Spinnen sogar. Und das so richtig. Die ruft mich dann immer. Das muss dann die Mutter machen und die Spinnen da raussetzen. Mein Mann ist auch kein Spinnenfan. Hätte ich mir gar nicht zugetraut. Ah, okay. Und noch eine Runde, okay. Rot. Rot. Okay. Und nochmal rot. Dann stehen wir doch hier schon richtig. Auf gelb stehen wir auch richtig, guck. Das ist ja praktisch. So. Ein blaues. Okay. Ich hab's fast geschafft. So. Und nochmal ein blaues. Na, das letzte könnten wir doch noch runterkriegen hier. Ah, nur noch 2 Sekunden. Ach, ich sollte den Charakter wechseln. Toll. Mist! Hat gereicht? Ja, hat gereicht. Einwandfrei. Sehr gut. Danke für die Hilfe mit den Fässern. Und du hast sogar den Rettich. Ja, gefunden. So bin ich. Ich kann nicht viel, aber den Trunk kriege ich hin. Okay. Du hast den Rettichtrunk erhalten. Na, dann bringen wir den doch mal hoch. Was ist das da für ein Sternchen? Ach so, nee, das ist dann... Die kennzeichnen bestimmt so ein Minispiel an. Finde ich übrigens eine sehr, sehr nette Idee, da so Minispiele auch reinzubringen. Statt so ein reines Jump'n'Run da draus zu machen. Hoppala. Bei Toy Story hatten sie ja auch so ein Minispiel-Level extra, wo man immer frei drin rumlaufen konnte. Der schmeckt wie früher bei Mama. Du kannst jetzt mit Wladimir reden. Na, das ist ja prima. Sei gegrüßt. Du bist also... Flynn Rider. Nein, Flynn Rider bin ich. Das weiß ich. Es wäre zwar möglich, dass... Oh. Oh nein. Oh ja. Ich streiche die Belohnung ein und kaufe mir eine neue Streitaxt. Ruf die königlichen Wachen! Bitte, liefert ihn nicht aus. Gibt es denn gar nichts, was wir tun können? Die haben mir mein Lieblingsgetränk gebracht. Hm. Nun ja. Alle hier sind viel fröhlicher, seit du da bist. Danke. Ich habe mit ihr geredet. Weißt du was? Ich sammle seltene Porzellan ein. Oh nein! Bring mir eins und ich zeig dir, wie man an den Wachen vorbeikommt. Oh, Einhörner sind sehr süß. Los, Flynn, gehen wir. Okay. Okay, der sammelt Porzellaneinhörner. Wie geil ist das denn? Schön, ja, wo finde ich hier denn sowas? Ah, da war ein Pfeil, guck mal. Ach, guck mal, der Flynn, der könnte die Münzen mal noch einsammeln hier. So. Hallo, Jean. Verzeihung, wisst ihr, ob es hier schöne Einhörner gibt? Ich habe ein Einhorn und würde es dir sogar geben. Nur, ich habe den Schlüssel vergraben und die Truhe versteckt. Na, bravo. Ich habe sie nur so gut versteckt, dass ich nicht mehr weiß, wo sie ist. Findest du sie, gehört dir alles, was darin ist. Okay, alles klar, der Pfeil führt da hinten lang, dann gucken wir mal. Ach, da müssen wir da raus, okay. Na, dann komm mal mit hier. Rapunzel. So, wo sind wir denn hier jetzt? Guck mal. Der Biergarten sozusagen. Ach, da ist doch schon. Oh, warte mal. Vielleicht andersrum. Ach, das ist der Hund da gewesen. Okay. Der hat doch... Ja, sitzt der auf der Kiste, oder was? Dann müssen wir mal schauen. Okay. Oh Gott, der sieht ja aus wie ein Gremlin. Oh, guck mal, wie das absteht. Ach, und dahinter ist der Schlüssel. Ja, ich sehe schon.
sind wir irgendwie an dem Hund vorbei. Jetzt sind wir schon zu nah dran. Ja, wie kommen wir denn da? Kommen wir vielleicht von hinten hier so rüber gehüpft oder so? Nee, da geht's nicht lang. Okay. Alles klar. Ja gut, dann. Na komm. Na komm. Ah. Oh oh. Kannst du den nicht mal... Ich hab gedacht, der bekämpft den, dann könnte ich den Schlüssel mit ihr holen. Hab ich wohl falsch gedacht. Kann der den hier nicht von alleine bekämpfen? Hier. Komm her. Oh. Nee, anscheinend nicht. Das ist aber nicht toll. Okay. Ja, da müssen wir den ablenken. Pass auf. Einer lenkt den ab und der andere... Oh, holt dann den Schlüssel. Müssen wir uns nur mal richtig positionieren hier. So. Dass wir den... Wir haben ja ihn! Jetzt müssen wir die Schatztruhe finden. Ja, okay. Immerhin. Ah, aua. Das ist voll der fiese Mistköter. Mann. Das ist gemein. Okay. Ja, komm doch mal her hier, Mister. Zur Schatzsuche müssen wir den ja wohl nehmen, oder? Er ist doch derjenige, der hier Schätze aufspüren kann. Oh, oh, Rapunzel, lauf da mal weg. Was, die versucht da auch immer wieder hin, ne? Kommst du mal her. So. Okay. Gucken wir mal. Oh, guck mal, da ist noch eine Münze auf dem Tisch. Da sind noch mehr. Guck dir das an. Ich hab's. Ach, guck mal, hier hat er irgendwo einen Schatz anscheinend. Okay. Hier muss irgendwo ein Schatz in der Nähe sein. Das ist doch schon mal gut. Vielleicht ist das ja schon der richtige. Okay, da waren Schmetterlinge. Okay. Ach so, Maus, 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 Maus. Einwandfrei. So, und jetzt müssen wir nur noch einen Schatz finden, wa? Ah, hier, okay. Dann grab mal. Nur das wäre ja schön einfach gewesen dann, wa? Okay. Ja, cool. Guck mal, sie kann noch die Tautropfen machen. Aber das war... Ich habe noch kein Einhorn gefunden hier. Ha. Mit dem können wir nicht reden mehr. Müssen wir nur noch auf Schatz zurückgehen, wa? Da lang? Okay. Alles klar, aber ich würde sagen, die Schatzsuche machen wir dann im nächsten Part und werden doch mal schauen, dass wir hier mit Flynn und Rapunzel das Einhorn für Wladimir finden und bekommen. Der wird ja irgendwo, wird der Schatz ja sein. Vielleicht hat er den ja hier auch in irgendeinem Zimmer versteckt oder so. Wir finden es im nächsten Teil raus. Ich danke jetzt wie immer sehr fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, das ist schon ein bisschen ulkig mit dem Wladimir und seinem Einhorn, was er haben möchte. Aber Schatzsuchen machen ja prinzipiell immer Spaß. Wir stellen einfach im nächsten Part das Quietsche-Entchen mal so richtig auf den Kopf.